Fernando Bundy, take two marks. Okay, so Shoshana, you are sitting at a table with Dr. Joseph Goebbels, the number two man in Hitler's Third Reich. And this entire table has you as their undivided attention. Action. Ich muss sagen, Sie haben einen ziemlichen Eindruck auf unseren Jungen hier gemacht. Je dois dire que vous avez fait forte impression sur notre garçon. Aber eigentlich müsste ich böse mit Ihnen sein, Fräulein. À vrai dire, mademoiselle, je devrais vous en vouloir. Ich reise in Frankreich an und möchte mit meinem Star zum Mittagessen. J'arrive en France et je désire déjeuner avec ma vedette. Nicht Star. Er ist zum gesellschaftlichen Ereignis von Paris geworden. Und jetzt muss er Zeit für mich erübrigen. Je ne savais pas qu'il était devenu la coqueluche de Paris et maintenant il doit faire un effort pour trouver du temps pour moi. Andere Leute warten Stunden oder Tage lang, um mich zu sehen. Les gens font la queue pendant des heures, pendant des jours pour me voir. Ich warte auf den Führer. Moi, j'attends le Führer. Und den Schützen Zoller. Soldat Zoller. Endlich gewährt mir der junge Herr Schütze eine Audienz. J'obtiens finalement une audience avec le jeune Soldat. Und dann spricht er während des gesamten Essens nur von Ihnen und Ihrem Kino. Et il passe tout le repas ne parlait que de vous et de Also, Fräulein Mimieux, kommen wir zum Geschäft. Hm? Alors, Mademoiselle Mimieux. Herr Dr. Goebbels, ich habe Sie noch nicht eingewählt. Wenn das Mädel nicht allzu blöd ist, dann hat sie es doch längst begriffen. Schließlich ist sie eine Kinobetreiberin. Francesca, bitte. Ce qu'ils essaient de vous dire, Emmanuel, c'est que le soldat Zola a passé l'heure du déjeuner à essayer de convaincre M. Goebbels d'abandonner ses projets pour l'avant-première de son film et de changer d'endroit afin qu'elle ait lieu dans votre cinéma. Quoi? Je voulais lui lancer. Merde. Évidemment. Toutes mes excuses, soldat. Warum geht das hier? Der Schütze wollte Mademoiselle selbst einweihen. Der Unsinn! Bevor ich meine Fragen gestellt habe, hatte gar nichts einzuweihen. Nehmen Sie zur Kenntnis, ich habe einem Wechsel des Veranstaltungsortes nicht zugestimmt. Ist notiert. Haben Sie Loge? Vous avez des loges? Oui. Ja. Wie viele? Combien? Deux. Zwei. Na, mehr wären besser. Davantage, ce serait mieux. Wie viele Plätze hat der Zuschauerraum? Combien de places dans la salle? 350. 350. Da sind wir fast 400 weniger als im Ritz. Das wäre presque 400. Aber gestatten Sie, Herr Dr. Goebbels, das ist gar nicht so schlimm. Sie haben selbst gesagt, Sie wollen nicht, dass jeder scheinheilige Franzosen-Bourgeois sich breit machen kann. Mit weniger Plätzen wird der Abend viel exklusiver. Sie werden sich kaum darum kümmern müssen, den Saal zu füllen. Man wird sich um die Plätze reißen. Außerdem zum Teufel mit den Franzosen. Das ist ein deutscher Abend. Eine deutsche Veranstaltung, ein deutsches Fest. Dieser Abend ist für Sie gedacht. Für mich, für das deutsche Militär, den Führungsstab, Ihre Familien und Freunde. Man sollte nur diejenigen reinlassen, die sich auch wirklich von dem Geschehen auf der Leinwand bewegen lassen. Ich sehe, hat sich Ihr öffentliches Reden verbessert. Mir scheint, ich habe ein Monstrum geschaffen. Ein überaus überzeugendes Monstrum. Wenn der Krieg vorbei ist, erwartet die Politik. Ja! Ja, trotzdem, Schütze. Auch wenn ich geneigt bin, Ihnen jeden Wunsch zu erfüllen, muss ich mir doch zunächst mal im Kino dieser jungen Dame einen Film ansehen, bevor ich Ja oder Nein sagen kann. Also, Fräulein, Sie werden Ihr Kino heute Abend für eine Privatvorführung schließen. Jeune demoiselle, vous allez fermer votre cinéma ce soir et organiser une projection privée pour moi. Welche deutschen Filme haben Sie denn da? Quel film allemand avez-vous? Lorsqu'il y a une soirée allemande, j'ai tendance à projeter d'anciens classiques allemands. In Ihrem Kino zeigen Sie bei deutschen Vorstellungen meistens die deutschen Klassiker. Warum nicht meine? Pourquoi pas mes films? Mon cinéma attire un public allemand âgé.
qui apprécie la nostalgie. Entends? Ihr deutsches Publikum ist älter und mag die Sehnsucht nach früheren Zeiten. Ist doch Unsinn, Fräulein. Unsinn. Wir Deutschen, wir sehen nach vorn, nicht zurück. Jene Epoche des deutschen Films ist tot. Das deutsche Kino, das ich schaffe, wird nicht nur das Europäische sein, sondern die einzige Alternative der Welt im Kampf gegen den jüdischen Einfluss Hollywoods. Das hat keinen Sinn. Neben Ihrer Tätigkeit als Kinobesitzerin ist Emmanuel ein hervorragender Filmkritiker. Ja, ja, das mag wohl sein, das mag sein. Zu meinem Bedauern für das Fräulein muss ich sagen, ich habe Filmkritik verboten! Wie wär's denn mit Glückskinder? Emmanuel kennt die bestimmt noch nicht. Das ist so komisch. Ich wollte Ihnen eh empfehlen für den deutschen Abend. Das ist doch eine gute Idee. Lassen Sie uns heute Abend Glückskinder schauen. Glückskinder. Oh. Glückskinder. Glückskinder. Ich wollte schwer ein Huhn, ich hätte viel zu tun. Ich legte jeden Tag ein Ei und Sonntag auch mal zwei. Ich müsste nie mehr ins Büro und wäre froh, 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 froh. Ach, das ist und bleibt am Ende des Tages mein leichtester und schönster Unterhaltungsfilm. Hm? Und nicht nur das. Es sollte mich nicht wundern, wenn die Menschen sich in 60 Jahren, vor allem wegen Glückskinder, an mich erinnern. Also gut, ich lasse eine Kopie an das Kino des Fräuleins schicken. Wir zeigen Glückskinder heute Abend. Ich rapporte eine Kopie au cinéma de Mademoiselle. Nous projetterons Lucky Kid ce soir. Oh, Landa, da sind Sie ja. Bin ich deutsch? Nein. Gut, du zählst. Bin ich aus der Vergangenheit? Ja. Oh, bin ich eine Frau? Nein. Mathilda. Schnaps. 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 Ja. Fünf Schnaps zählt der Play. Schreib zu Zitzel. Schwierig. Na los, fünf Fragen noch. Ja, ich überleg ja. Also, ich bin nicht deutsch. Bin ich vielleicht Amerikaner? Ja, das bist du. Ja? Naja, eigentlich nicht. Natürlich ist er das. Also, wenn er so amerikanisch ist, wieso ist er dann nie ins Englische übersetzt worden? Er ist kein Amerikaner. Er soll Amerikaner sein, ist aber keine amerikanische Erfindung. In Wahrheit ist er ganz was anderes. Also, ich bin männlich, ich bin eine literarische Figur, ich bin aus Amerika, aber darüber lässt sich streiten, ja, ja. Ja, da lässt sich überhaupt nicht drüber streiten. Die Nationalität des Autors hat doch nichts mit der Nationalität der Figur zu tun. Die Figur ist die Figur. Hamlet ist kein Brite, er war Däne. Also ja, diese Figur ist auf jeden Fall in Amerika geboren. Na also. Schön, dass Sie das noch festgelegt haben. Wenn ich eine Frau hätte, wäre sie dann eine Squaw? Heißt mein Blutsbruder Old Shatterhand? Ja! Hat Karl May mich geschrieben. Ja! Was sind Sie denn? Ich bin Winnetou, Häuptling der Apache. Ja! Gleich an.